Hallo meine Freunde von Skarsky & Hutch und willkommen zurück zu Let's Play LEGO City Undercover. Ich bin der Drachenbursch und ich grüße heute nämlich den Clemens, außerdem den Viktor, den Paul und auch noch den Tobias. Wo bleibt denn die Verstärkung? Die sollten doch schon längst da sein. Starsky und Hutch. Sehr schön. Hey Chase. Okay. Starsky und Clutch zur Stelle. Wo ist die Lady in Not? Oh Mann. Clutch, Starsky, danke Jungs. Natalia ist auf Chans Schrottplatz. Der Chief hat heute ein paar seiner Jungs eingebuchtet, aber da sind immer noch mehr als genug. Habt ihr eine Verkleidung für mich? Aber hallo. Das ist perfekt, Starsky. Meint ihr? Die gehört unserem Kumpel Hagi. Körperliche Distanz ist nicht so sein Ding. Okay, lasst uns das Mädchen retten. Los geht's. Schön. Mal wieder ein paar berühmte Detektive hier mit am Start. Ich muss diese Dinge ausziehen. Dann gab es auch mal einen Film mit Owen Wilson, glaube ich. War das Owen Wilson bei Starsky & Hutch? Ich glaube, es war Owen Wilson, der Blonde. Na egal, ist auf jeden Fall schon länger her, dass ich den gesehen habe. In LEGO City gibt es 13 richtig fiese Autodiebe, die auf frischer Tat ertappen kann. Chase sagt, die gehören nicht hinter Steuer, sondern hinter Gitter. Was ich so komisch fand, dass er Milch aus der Nase kam. Okay, was ich komisch finde, weil ich gar keine Nase habe. Ja, das finde ich jetzt auch komisch. Ich finde, wir sollten wieder ein bisschen mehr Honey-Action haben. Der kommt ein bisschen zu kurz in letzter Zeit. Hey, die zwei kenne ich. Das sind Cops. Du, geh und warn den Boss. Das vorsichtige Vorgehen hat sich somit wohl erledigt. Bereit, Starsky? Ich wurde bereit geworden. Was? Wir müssen Natalia so schnell wie möglich da rausholen. Chen hat sicher Methoden, um sie zum Reden zu bringen. Du meinst, sie kriegt ein Eis? Ne? Bestechen würde sie sicher nicht, Starsky. Nein, ich denke da mehr an die Kopfschmerzen, die ich von Eiscreme kriege. Ich würde alles ausplappern, wenn mir jemand mit Schokominze-Eis kommt. Ja. Oder sie geben mir Unmengen von Limo mit Kohlensäure. Und wir wissen ja, dass Ladies niemals in der Öffentlichkeit rülpsen. Meine Mutti macht das andauernd. Deine Mutti ist ja auch keine Lady. Stimmt. Oh, mir fällt da noch was ein. Sie... Genug jetzt! Das hilft uns nicht weiter. Oh. Ein Kanister mit Sprit in einer Waschmaschine? Kein Wunder, dass die auf dem Schrottplatz liegt. Oh Mann, die beiden Typen sind super. Ich hoffe mal, die sind auch länger mit uns hier am Start. Starsky und Hutch. So hießen sie ja doch. Glaube ich meine. Kann auch sein, dass ich falsch in Richtung Erinnerung habe. Noch ein paar Kanister mit Sprit und ich kann den Generator starten. Okay, noch mehr Sprit. Hier gibt's noch mehr Sprit auf jeden Fall. Drei brauchen wir aber insgesamt. Naja, den dritten werden wir schon auch noch irgendwo finden. So, dann schauen wir mal, dass wir den dritten auch noch finden. Dann müssen wir aber erst noch hier uns ein paar Leuten vorbeischlagen. Was? Wir versuchen, den mal in die Mülltonne reinzuwerfen, oder? Ab in die Mülltonne mit dem. Und den schmeißen wir noch gleich hinterher. So, ich muss erst das Tor aufbekommen. Nein, du sollst dich doch verhaften, Mensch. So, den auch noch verhaften. Gerade noch rechtzeitig. War ja richtig knapp. Warum steht denn mitten ein Klo, mitten ein Klo auf dem Schrottplatz? Na gut. Na gut. Warum auch nicht? So, dann mal hier aktivieren den Generator für was auch immer. Ah, da können wir hochfliegen. Okay. Ah. Ich sehe schon. Kran-Action ist angesagt. Oh, schade. Ich dachte, den Kran dürfen wir jetzt großartig bedienen. Wir müssen auf jeden Fall anscheinend was zusammenbauen, weil wir jetzt hier ziemlich viele Steine wieder bekommen. Geht doch, ich hab einen Lauf. Sehr schön. Das ist auch mal eine Möglichkeit voranzukommen hier. Vorsicht, Jungs, ich komme sonst nicht durch, wenn ihr hier im Weg seid. Oh, Jungs. Ich muss die irgendwie hier wegbringen, die beiden. Jetzt geht, lass mich wieder bitte aus der Ecke raus hier, sonst kann ich die Mission nicht weitermachen. Bitte, danke. Okay, dann boxen wir uns halt hier erstmal durch die da durch. So, wunderbar. Jetzt kann ich hoffentlich mit dem Ding auch wieder fahren. Ja, jetzt komme ich aus der... Oh, lass mich aus der Ecke da raus, Mensch. Ihr beiden Chaoten. Genau, so. Jetzt können wir wieder ein bisschen nach vorne rollen, bevor die beiden uns wieder in den Weg kommen. So, und die überrollen... Oh, die können wir gar nicht überrollen. Schade.
Dann hauen wir sie eben auf andere Weise weg. So, der wäre eingesperrt. So, da ist noch einer. Den schmeißen wir den anderen rein. Und da liegen sie auch beide schon. Einmal verhaftet und zweimal verhaftet. Ach, Profis bei der Arbeit. Ist das Ding dahin? Nee, das sind, da muss es rein, damit das Tor aufgeht. Sehr gut. Schicker Schrottplatz auf jeden Fall. Ich sehe einen roten Stein. Da müssen wir nur aufhebeln. Kommen wir so schon an unseren ersten roten Stein hier wieder ran. Den wir jetzt den mal 4 schon hatten, dann müsste das ja schon der mal 8 sein. Und das wäre natürlich mächtig, wenn wir jetzt nur noch den mal 8 dazu kriegen würden. Da würden wir auf jeden Fall dann nie wieder Stat-Probleme haben. Aber dafür gibt es ja genügend andere Probleme, die hier in der Stadt noch auf uns lauern, so in Sachen Missionen und so. So kommen wir da momentan noch nicht hoch. Ich glaube, da muss ich mir etwas anderes überlegen. Leute, wie können wir das Auto hier kaputt machen? 1 und 4. Ach, wir müssen die Autos sogar kaputt machen. Warum habe ich sie nicht gleich kaputt gemacht? Mensch, kann man hier einfach keine Autos liegen lassen. Mittlerweile müssen wir doch wissen, dass man hier alles kaputt machen muss. Also, weiter hier auf dem Schrottplatz mit Starsky & Hutch. Nein, da komme ich nicht hoch. Aber dafür, ich hoffe mal, wir haben auch irgendwann eine Episode mit Sherlock Holmes hier. Das wäre natürlich cool. Das Auto können wir nicht kaputt machen, das scheint auch in einem annehmbaren Zustand zu sein. Da sind die anderen beiden Autos, die uns noch fehlen. 4, ich schätze mal ein Viertel von der Polizeimarke. Ja, richtig geschätzt. So, was ich gerne mal testen würde, ist zwar nicht die nette Art, aber ja, hier hat sich doch irgendwo was gedreht, oder? War da nicht so ein Verschrottungsding irgendwo? Da oben können wir den da reinschmeißen. Das wäre zwar nicht so ganz, ganz mehr jugendfrei, dann wäre das Spiel bestimmt nicht mehr ab 6 Jahren, wenn wir den da oben reinschmeißen könnten, aber lass mich mal durch. Ich habe jetzt wohl genug Steine für den Superbau. So, den hätten wir verhaftet. Den schmeißen wir auch noch weg. Oh, der lässt sich nicht so leicht verhaften. Den müssen wir sogar zweimal boxen. Na, warte. Jetzt aber haben wir den gemeinen Fußdreher gemacht. Da konnte er nichts gegen machen. Ja, noch lachst du. Immer noch nicht. Du kriegst aber auch gar nicht genug von uns. Nein, du sollst ja nicht ziehen. Du sollst jetzt eigentlich... Oh, was tust du denn schon wieder? Wir sollten doch den einen Typen hier noch besiegen. Kommst du her? Kommst du her? So. Boxduell gewonnen. Jetzt fliegst du aber. Du fliegst, da vorne fliegst du rein. Ah, bin mir nicht sicher, ob das der verschmuste Typ Hund ist. Doch, doch, der will nur spielen. Der will doch nur spielen, der Hund. Genau wie wir, der tut uns gar nichts, der Hund. Da brauchen wir unsere Farbkanone mal wieder. Was kann eigentlich der Typ, den wir hier dabei haben? Was hat eigentlich unser für eine Verkleidung dabei? Polizist im Anzug. Also der Anzug ist schon sehr schick, da kann man auf jeden Fall nichts gegen sagen. Oh, die Stadt hätte ich mir noch holen sollen. Aber ich glaube, wir schaffen es auch so, wahrer zu werden. So, einmal eingesaugt. So, und dann einmal hier noch außen rum gehen. Da müssen wir auf jeden Fall irgendwo was drehen. Ah, da können wir wahrscheinlich das Zeug irgendwie absaugen, weil ich glaube, das ist irgendwie flüssig hier, oder? Ja, da sterben wir, wenn wir da reinkommen. Oh ne, da brauchen wir einen starken. Vielleicht kommen wir dann doch noch nicht ran hier. Ich hätte gehofft, wir kommen da ran, aber... Könnte sein, dass wir doch noch nicht rankommen. Ah, doch, hier ist das Ding. Lego City Held sind wir auch schon geworden, hier auf dem Weg. Perfekt. Einmal bitte hier drehen im Kreise. Drehen, 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 drehen. Und da schießen wir drauf, nachdem wir jetzt gerade hier schon unsere Farbe geändert haben. Einmal drauf schießen. Nein, nicht Starsky oder Hutch, ich weiß nicht genau, welcher von beiden welcher ist. Einfärben. Oh, die blauen Steine hätte ich eigentlich schon ganz gerne da unten. Jawohl, jetzt wird's abgesaugt, dann können wir auch gleich da ran, da unten. Müssen wir es einfach nur kaputt machen. Oh, das war nur ein Tausender, verdammt. Das war nur ein Tausender, ich dachte, das wäre der rote Stein. Boah. Zu früh gefreut, zu früh gefreut. Naja. Was soll's, das ist darin ja der rote Stein. Da ist nur ein weiteres von den Polizeiwappendingern, aber hey, die suchen wir ja auch, von daher passt das schon. Da können wir uns in die Luft sprengen. Da können wir doch bestimmt was machen mit unserem Bergarbeiter hier. Wenn wir ihn schon dabei haben, dann können wir das irgendwie rüberschieben. Hallo, Huni. Oh, für manche Leute geht's wohl nicht groß genug. Ach, der ist doch noch harmlos, der Hund. Da geht's viel größere Hunde. Aber beißen sollten wir uns trotzdem nicht von dem lassen. Freundlich sieht er nicht aus, das stimmt schon. Und... Boom. Ich liebe es, wenn etwas explodiert. Oder ein Plan funktioniert. Hier, Hundi. Hier, Hundi. Schau mal, so eine schöne Hütte haben wir dir gebaut. Ja, da freust dich doch, oder? Er scheint sich zu freuen, jedenfalls ist er da reingegangen. Und wir kommen hier schon wieder mit der Brechstange gleich rein. Einmal bitte aufhebeln. Ich meine, wir haben ja eigentlich schon genügend, was zusammenzubauen, aber wenn wir hier schon so 10.000 einfach so geschenkt bekommen,
dann nutzen wir die natürlich auch. Hier gibt es nochmal einen Tresor, den wir knacken müssen. Also ich glaube, diesen Diebestypen hier, den benutzen wir am meisten, diesen Räubertypen Chase. Der hat doch die meisten Fähigkeiten, die wir mal brauchen. Aber Chase im Anzug haben wir jetzt auch freigeschaltet. Hier gibt es ja normalerweise immer nochmal ziemlich viele Stats, wenn man das hier macht. Weil gab es am Anfang irgendwas zum Explodieren, ich weiß nicht. Auf jeden Fall machen wir das hier nochmal. Vielleicht kriegen wir auch nochmal eins raus. Oder das oder der Automat geht kaputt. Werden wir gleich sehen, was passiert. Ich glaube eher, der Automat geht kaputt. Nee, da steht auf jeden Fall noch eins drin. Nee, wir haben den Automaten gesprengt. Okay, warum auch nicht. Frage ist, wie... Kommen wir da oben so drauf? Nee, dann müssen wir das wohl übel zusammen... Warum steht hier noch das Auto rum? Das verstehe ich momentan gerade noch nicht. Für was brauchen wir das Auto? Keine Ahnung, wir bauen das auf jeden Fall mal zusammen, den Superbau. Den brauchen wir auf jeden Fall. Eine Schrottpresse. Ich glaube, ich weiß, für was das Auto da steht. Müssen wir nur schauen, dass wir rechtzeitig wieder rauskommen und nicht selber gepresst werden. Ich wollte nicht eine Briefmarke werden in meinem nächsten Leben. Außer bin ich ja nicht von der Presse. Einmal angesaugt. Auch wenn ich schon mal ein Presseticket hatte auf der Gamescom, deswegen bin ich noch lange nicht. Mann, dieses Modell war ein Klassiker. Dafür geeignet, gepresst zu werden. Das nenne ich mal einen kompakten Wagen. Da war noch gut. Damit komme ich vielleicht auf diesen Schrotthaufen. Dafür waren vorhin doch so viele schöne Schrottwagen. Warum haben wir die nicht genommen? Oh Mann. Was ist das hier eigentlich? Eine Mikrowelle? Ja, ich glaube, es war eine Mikrowelle. Aber wie soll man denn da überall auch darauf kommen? Hier oben zum Beispiel. Wie soll man da dran kommen? Verstehe ich nicht. Das war Stacheldraht. Ach, da kann man außen rum nochmal irgendwie laufen. Vorne geht es irgendwo zu Chance rein. Da hier sind noch ein paar. Bei Steine. Kommt man da hinten aber auch nicht rum, glaube ich. Na, da brauchen wir irgendeinen starken Charakter, um da weiterzukommen. Den haben wir aber leider nicht dabei. So leid es mir tut, ich würde ihn ja gerne nehmen. Aber was wir nicht haben, können wir auch nicht benutzen. Mal hier rüber gerannt. Oh, hallo auch. Schön, dich zu sehen. So, die schmeißen wir am besten irgendwo hin. Und dann verhaften wir dich auch direkt. Genau so habe ich mir vorgestellt. So, und dann weiter nach oben hier. Die nächsten Meter auf dem Schrottplatz hier zurücklegen. Ja, genau so. Jetzt mal dahin gehüpft. Oh, hier können wir auch noch was kaputt machen. Ja, ja, ja. Nein? Okay, nein, geht anscheinend nicht ganz kaputt. Geht nicht so... Oh ja, ihr könnt hier direkt hochspringen, oder was? Gemein. Ich kann das wieder nicht... Wow. Das war knapp. Immer dran denken. Schrottplätze sind gefährlich. Da wird nicht gespielt. Alles klar? Ist notiert, ist notiert. Viel Spaß, darüber zu kommen. Der hat eindeutig zu viele Autos für meinen Geschmack da. Ich mach das auch noch kaputt. Da ist doch. Da kriegen wir doch bestimmt auch irgendwas, wenn wir das auch noch kaputt machen hier, oder? Nein! Achso, das war das, was runtergefallen war, gell? Oh, schade. Ich dachte, da kriegen wir noch mal irgendwas Cooles. Na, ja, schnell hier rüber gerannt. Das haben wir ja schnell wieder geschafft. So, einmal darüber und dann nochmal darüber. Und dann sind wir auch schon wieder hier drüben, da wo wir gerade eben waren. Und müssen jetzt den Autos ausweichen, die auf uns geschmissen werden. Jedenfalls hoffe ich, dass wir das schaffen, auch denen auszuweichen, weil sonst könnte das ein bisschen ungesund werden. Gerade kein Auto. Ja, dann können wir uns aber nochmal eine Etage nach unten begeben. Auch wenn wir hier ziemlich knapp an der Schrottpresse dran sind. Deutlich zu knapp für meinen Geschmack. Ah, wir können nur in der Mitte wieder nach oben, okay. Lassen wir nochmal, genau, da das Auto vorbei. Springen dann nach oben. Und gehen dann rüber hier. Genau so. Geschafft. Einmal aktivieren, bitte. Nochmal ein bisschen Schrott hier holen. Indem wir uns dann wieder etwas Leiterartiges, glaube ich, zusammenbauen können. Und diese Sonnenuntergangsstimmung, die da oben auch gerade herrscht, sehr schön. Oh, das war jetzt nicht so eine galante Landung. Normalerweise rollt er sich doch immer ab. Wieso hat er sich da gerade eben nicht abgerollt? Mensch, Chase, pass doch auf. Das ist doch nicht gesund, sowas. Noch auffälliger geht's wohl nicht. Doch. Hiermit geht's auf jeden Fall noch auffälliger. Mit dem Zuhälter-Outfit hier. Sag mal, ist Natalia kitzlig? Bitte? Ist sie kitzlig? Ein Dieb hat mich mal so sehr gekitzelt, dass ich ihm den Code für meine Bankkarte verraten habe. Du hast gesagt, er hätte dir gedroht. Ja, mit noch mehr Kitzeln. Du bist also total kitzlig, wie? Vergiss es, Klatsch. Außerdem kennst du den Code für meine Bankkarte eh schon. Du benutzt immer noch dein Geburtsdatum? Nein, Mann. Das von meiner Zwillingsschwester. Clever. Clever, die beiden Herren auf jeden Fall. Also schade. Schade, dass man nicht zu denen wechseln kann, also zu den beiden Charakteren. Kann hier wirklich nur als Chase spielen. Auch wenn sie hier mitlaufen, kann ich jetzt nicht einfach Dreieck drücken und zu ihnen wechseln. Auch wenn es schön wäre. Da sind noch ein paar Gegner und hier kann man noch... Ah, da kann man auch noch irgendwas zusammenbauen. Aus dem noch den zweiten Helikopter, glaube ich, hier. Ja, sehr schön. Ich kann auf jeden Fall alle Helikopter zusammenbauen, wenn das irgendwie geht.
So, Jungs, ihr wollt euch wieder prügeln? Kein Problem, könnt ihr haben. Ja, machen wir gleich eine Doppelverhaftung hier. Einmal und zweimal. Dann bleibst nur noch du übrig. Und ich schmeiß mir das nächste Auto rein. Beziehungsweise wir schmeißen dich sogar über das nächste Auto drüber. Und verhaftet. Okay, das Auto können wir das nicht kaputt machen, das Auto? Nimm mal nicht die Kanone, sondern box einfach mal. Nee, das Auto können wir echt nicht kaputt machen. Schade. Aber Schrottplatz scheint auch relativ groß zu sein. Ich dachte, das wäre hier nur so ein kleines Level, aber ich glaube, da sind wir doch ein bisschen beschäftigt hier, bis wir einmal hier rum sind. Auf jeden Fall gibt es hier noch einige Sachen zu sprengen. Vorausgesetzt natürlich, wir hätten irgendwas zum Sprengen hier. Wie kommen wir da oben rauf? Wissen wir nicht. Werden wir uns aber auch noch eine Möglichkeit finden, darauf zu kommen. Da ist auf jeden Fall schon wieder einer von den diesen seltsamen Fahrzeugen, die wir hier gerade immer zusammenbauen aus dem Schrott. Da kommen wir auch noch rein. Ja, da ist doch bestimmt auch irgendwas Tolles versteckt, oder? Boah. Bis jetzt war da nur Steine drin, oder? Ah, da ist die Kiste, die wir brauchen. Umso besser, umso besser. Dann kriegen wir ja das explosive Zeug daraus. Und hier können wir auch nochmal was rausziehen. Dann machen wir das doch erstmal, wenn wir hier... Ups. Alter, wenn wir hier schon sind, dann ziehen wir das hier nochmal. Ups. Muss schon treffen, sonst wird das ja nichts. Vielleicht kann ich die Wagen als Plattform benutzen. Den hier können wir nicht kaputt machen. Okay, dann holen wir zumindest mal die Kiste raus und setzen sie dahin, wo sie hin muss. Also bei den Kollegen laufen uns hier aber auch einfach nur hinterher. Das würden wir ja, glaube ich, auch ohne die schaffen. Aber gut. Brauchen wir uns mal nicht beschweren. Sind wir froh, dass wir überhaupt Verstärkung bekommen haben. Die Karre zieht das jetzt hier nicht aus dem Dreck. Schlecht. Normalerweise kriege ich nicht mal einen Ölwechsel gebacken. Oh, da freuen sich auf jeden Fall auch noch ein paar Leute wieder uns zu sehen. Na, kommt her, Jungs. Ja, dann schmeißen wir gleich weg. Oh, das war wohl nix. Für ihn zumindest. Dann müssen wir, glaube ich, eh weiter. Deswegen würde ich nochmal hier hochspringen und gucken, was es hier oben noch so zu entdecken gibt. Oh, springen, nicht so einfach hier. Da ist ein Riesendonut auf jeden Fall. Mit der 10.000er Münze drin. Die nehmen wir gerne mit. Geht es auf der anderen Seite auch noch irgendwo weiter hier? Geht es hier noch irgendwo weiter? Ne, hier können wir nur auf irgendwelchen Sachen rumrutschen. Wie kommen wir da noch drauf? Da oben würde ich eigentlich schon noch gerne drauf. Guck mal hier. Ach, vielleicht kann man von dem Kisten. Ne, das kann man zwar kaputt machen, aber weiter kann man dann da auch nichts machen. Und auch noch das Flugzeug, das hatte ich auch noch gesehen. Flugzeug muss man auch irgendwie in die Luft jagen. Also irgendwo hier brauchen wir auf jeden Fall viel Sprengstoff. Vielleicht haben wir hier drinne Sprengstoff. Wenn wir unseren Bauarbeiter dabei hätten. Unseren Bergarbeiter. Und da hat uns auch keinen Sprengstoff. Oh, gemein. Ne, hier scheint es nichts mehr zu geben. Können wir das auch kaputt machen? Auch nicht. Okay, dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als diesen Gullideckel hier zu öffnen. Und schauen, wo der uns hinbringt. Einmal aufmachen bitte. Dankeschön. Ah. Da ist das Dynamit, von dem wir gesprochen hatten. Ups, wir brauchen ja an zwei Stellen Dynamit. So, einmal Dynamit. Da können wir auf jeden Fall auch was in die Luft jagen. Das ist zumindest Silber. Aber anscheinend können wir das Dynamit da nicht verwenden. Das Dynamit kann man echt nur verwenden an diesen Stellen, wo man irgendwas sprengen muss. In dem Fall da oben. Okay, wie kommen wir jetzt da hoch? Achso, wir hatten ja das, ja, wir hatten das Auto hier richtig positioniert. Deswegen können wir jetzt auch da hochgehen. Ja, perfekt. Da springt er von einem Pfosten zum nächsten. Sehr gut. Unsere anderen beiden Pfosten sind, glaube ich, unten geblieben. Ja. Nein, die sind ja nett und lustig. Von daher möchte ich sie auch nicht beleidigen. Oh, wow. Gerade ganz kurz nicht hingeschaut. Das wäre fast mein Tod geworden. Ah. Ein Teleporter aus Schrott? Wenn ich auf der anderen Seite als Fliege rauskomme, werde ich böse. Dann bist du zumindest eine böse Fliege. Aber eine Fliege bist du trotzdem. Ja, so kommen wir hier rüber. Na toll, noch mehr Fieslinge. Immerhin sitzt mein Kopf nicht falsch rum. Ach, die können wir sogar betäuben hier mit der Waffe. Cool. Das ist cool. Da müssen wir sogar mehrmals hauen. Wow, wow, wow. Sorry, Jungs. Ach, die haben sogar doch noch mitgekommen. Sehr gut. Noch einer, der nicht genug kriegt. Oh, den verhaften wir mal, den Starken. Und dann ist es nur noch einer da, der hier verhaftet werden will. Ach nee, wir müssen hier erst noch ein Duell leisten. Zwei sind übrigens. Dann haben wir den nämlich auch noch in den da rein. Oh, daneben. Sorry. So, erst den verhaften, erst das größere Problem verhaften und dann den noch hinterher. Perfekt. Schöne Verhaftungskombi hier gemacht, auf jeden Fall. Chase, hol mich hier runter. Warte, ich lass dich nicht hängen. Ups, Entschuldigung, war nicht ironisch gemeint.
Nee, Natalia lassen wir da nicht hängen. Die holen wir da auf jeden Fall noch runter, aber vorher schauen wir noch, was hier ist, alles so schön gibt. Außerdem scheint die ja das ganz gut da oben zu haben. Ja, das ist 4. Yay. Oh, wir haben sogar 3 von 4 von den Wappenteilen, von dem Polizeiding. Vielleicht schaffen wir ja sogar alle. Aber wahrscheinlich brauchen wir da den starken Charakter am Anfang. Wahrscheinlich schaffen wir deswegen nicht alle. Und da brauchen wir auch nochmal was. Oh, schade. Was zur Hölle ist das? Ja, ist ja gut, Natalia. Wir kümmern uns drum. Du siehst doch, wir machen hier alles so schnell es geht. Es geht halt nicht schnell. Da drin kommt ein... Oh, 3 Sachen hier direkt am Ende vom Level, die wir nicht holen können. Ja, ist ja gut, Natalia. In Geduld du dich üben musst. Kann sich nur noch um Sekunden handeln. Höchste Zeit. Entschuldige, ich meine, danke. Okay, ich versuche mal da... Kann man denn da oben? Oh, ich dachte, hier ich suche noch den Knopf, um dich behutsam runterzulassen. Lass mich raten, das wird nicht behutsam. Sieht nicht gut aus. Nein, das war definitiv. Ah, doch, das da war weit. War nicht. Da lang, Matratzen. Er hat mich mit Eiscreme gefüttert. Ich wusste es. Statschki, lass uns von hier verschwinden, bevor der Chief auftaucht. Mach's gut, Jungs. Wir sehen uns. Danke, Jungs. Besser Move. Ich übernehme ab hier, Natalia. Und ich finde deinen Dad. Versprochen. Ich lasse nicht zu, dass sie dir wehtun. Okay. Mach keine Dummheiten. Ja, doch. Hey! Okay, ab jetzt aber. Ja, das fällt wohl in die Kategorie. Keine Dummheiten. Trophäe erhalten. Speicherpunkte. Level abgeschlossen. Chance. Schrottplatz. Polizeimarkenanteil haben wir immerhin. Also ziemlich viel bekommen. 3 von 4. So viel hatten wir noch nie in einem Level bekommen in Sachen Polizeimarke. Chase im Anzug haben wir dafür freigeschaltet. Wunderschön, muss man sagen. Chase im Anzug. Also das ist wirklich eine Augenweide. Da können wir sich ewig dran satt sehen. Oh, goldene Steine haben wir ja auch nochmal bekommen. Mittlerweile haben wir schon 42, 43, ja, ich glaub's ja nicht, und wir setzen natürlich die Geschichte fort. Wir wollen ja wissen, wie es weitergeht. Hier in Pagoda, wie das Chinatown hier heißt. Kapitel Nummer 9. Auch Schweinehüten will gelernt sein. Oh, das klingt versaut. Und das klingt nach einem Esel. Und ja, ist ja gut. Und an das Telefon werden wir rangehen. Allerdings erst im nächsten Part. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Zeit und möge der Telefonesel mit euch sein. Servus. Leider ist der Part dieses Projektes nun auch schon vorbei, doch es bleiben dir 3 Möglichkeiten, um weiterzumachen. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Klickst du hingegen links unten auf das Bild, kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Klickst du rechts oben auf das Bild, kannst du meinen Kanal abonnieren, was mich sehr freuen würde. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.